Alles notiert von Herrn Kolecker. Matthias Reinig und Mario Sonnleitner sind die Kapitäne. Die Überraschung bei der Rapid-Aufstellung, nur ein Hofmann kommt zurück. Max hat seine Gelbsperre abgesessen und spielt wieder in der Innenverteidigung an der Seite von Sonnleitner. Steffen sitzt also nur auf der Bank, auch weil er leicht verkühlt ist. Im Vergleich zum Grödig-Spiel muss Grauwatz weichen, weil Petzos aus der Innenverteidigung nach vorne rückt und wieder zentral im Mittelfeld spielt, gemeinsam mit Stefan Schwab. Robert Beric, der wartet im März noch auf sein erstes Tor. Der beste Torschütze der Rapidler in dieser Saison. 16 Mal hat er schon getroffen. Gegen Altach war er gesperrt. Gegen die Austria und gegen Grödig hat er nicht ins gegnerische Tor getroffen. Aber trotzdem, seine Bilanz in dieser Saison ist beeindruckend. Er hat 38% der Rapid-Tore erzielt. Das ist der höchste Anteil aller Stürmer in der Bundesliga. Rapid über Schwab. Hier kommt es zum ersten Mal zum Duell Keins gegen Keins. Die beiden Steirer heute sehr oft mit Sicherheit im direkten Duell. Tobias Keins gegen Florian Keins. Schrammel mit der Flanke rein in den Strafraum und da ist der erste Ballkontakt für Wiener Neustadt-Tormann Thomas Vollenhofer. Alles andere als der Lieblingsgegner der Niederösterreicher. Seit 7 Bundesliga-Duellen ist Wiener Neustadt gegen Rapid sieglos. Und in 6 dieser 7 Duellen blieben die Niederösterreicher auch ohne Torerfolg. Ja, packt ihn nicht ein. Christian Dobrasch, aber er holt zumindest den ersten Eckball im Spiel heraus. Interessante Variante der Wiener Neustädter, die haben sich offensichtlich etwas überlegt. Jetzt der Konter der Rapidler über Florian Keins. Viel Platz da. Vorne startet Schobesberger, links geht Schwab mit. Aber aus diesem Konter hätte Rapid einfach mehr machen müssen. Marc Brettenthaler, heute wieder links in der Viererkette bei den Wiener Neustädtern. Der hat übrigens sein Bundesliga-Debüt gegen Rapid gefeiert, damals im Juli 2006 im Trikot des SK Sturm. Mittlerweile kommt er, das heutige Spiel eingerechnet, auf 124 Bundesliga-Einsätze. Und seinen direkten Gegenspieler, Philipp Schobesberger, den kennt er aus gemeinsamen Zeiten in Pasching in der Regionalliga. Das waren noch richtig gute Zeiten für Gerald Baumgartner. Max Hofmann attackiert von Elquist. Dann Beric, sehr energisch, zu energisch nach Meinung von Schiedsrichter Kollega, ins Duell mit sehr reinig gegangen. Durch Adam Zsuzsats, der gerade mittlerweile zum Leistungsträger hier in Wiener Neustadt geworden, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Osman Ali gegen Schrammel. Er verliert den Ball an Schaub. Einwurf Wiener Neustadt. Das hat nicht nur Helgi Kolwitzon richtig angezeigt.
Hofbauer. Heute nicht auf der Außenposition im Mittelfeld, sondern in zentraler Rolle, gemeinsam mit Christoph Freitag. Wieder Hofbauer gegen Petzos. Hofbauer hat einen guten Schuss aus der Distanz. Das hat er ja unter anderem beim 3:3 in Graz gegen Sturm zu Beginn der Frühjahrssaison unter Beweis gestellt. Brettenthaler. Die Wiener Neustädter mutig von Anfang an und da ist möglicherweise die erste wirklich gute Chance in diesem Spiel für Christoph Freitag. Gute Aktion von Brettenthaler. Und dann hätte hier einfach Freitag sofort mit rechts abziehen müssen. Schwab auf Pavelic. Herbert Rauter steht Wiener Neustadt-Trainer Helgi Kollwitzon heute wieder zur Verfügung. Der Offensivspieler hat seine Verletzung überstanden. Er hatte sich ja einen Einriss des Sindesmosesbandes zugezogen. Auf der verletzten Liste stehen weiterhin die Herren Salomon, Mim und O'Brien. Und vor allem der Ausfall des US-Amerikaners Connor O'Brien, der tut den Wiener Neustädtern richtig weh. Brettenthaler auf Elquist, Sonnleitner Zweikampfsieger. Und bei Rapid also der etatmäßige Kapitän Steffen Hofmann heute, wie auch schon zuletzt gegen Grödig, nur auf der Ersatzbank. Übrigens zum vierten Mal in dieser Saison. Deni Aller hat seine Adduktorenprobleme überstanden und ist wieder im Kader. Und mit Sicherheit eine Option heute für Zoki Barisic. Wirft Tobias Kainz, der heute zum 50. Mal in der Bundesliga spielt. Schaub gegen Dobrasch. Gibt Einwurf Rapid. Thomas Schrammel. Exakt genug das Zuspiel von Florian Kainz. Ja, Rapid brillierte im Frühjahr bislang durch phasenweise feines Kombinationsspiel. Die Passquote von 80% ist Liga-Topwert. Auch der daraus resultierende Ballbesitz von 64% ist Höchstwert in der Liga. Wiener Neustadt ist irgendwie dann der spielerische Gegenentwurf zu den Hütteldorfern. Die Niederösterreicher kamen bisher im Frühjahr auf eine Passquote von 62% und einen Ballbesitz von 42%. Das ist jeweils Tiefstwert in der Bundesliga. Pavelic im Zweikampf mit Denner. Thanos Petzos im Zusammenspiel mit Luis Schaub und der verliert den Zweikampf mit Tobias Kainz. Holt sich hierbei gleich den Ball zurück. Oh, jetzt aber Platz für die Wiener Neustädter für Dobrasch. Dobrasch gegen Sonnleitner. Hofmann kommt zu Hilfe, Hellquist. Und dann dauert es einfach zu lange und dann muss Osman Ali den Rückzug antreten. Schaub, kein Fall von Hellquist, Spiel läuft weiter. Die Rapidler doch mit einigen Problemen in der Defensive in den ersten knapp 10 Spielminuten hier in Wiener Neustadt.
springt der Ball wieder zu weit weg. Hofbauer. Also von dieser eben genannten These, Rapid spielt, Wiener Neustadt arbeitet Fußball. Noch nicht viel zu sehen, aber jetzt die erste Torchance für Rapid. Der Schuss von Pavelic. Pavelic gegen Zuzac, gegen Serajnik. Vielleicht haben Sie Helgi Kolwitzon gehört. Geh Longline hier, geh weiter mit dem Ball. Aber Osman Ali wirkt ein wenig ratlos da, wenn er den Ball hat auf der rechten Seite. Wartet immer wieder. Und somit ergeben sich dann in der Offensive kaum Anspielstationen für ihn. Ja, und jetzt sucht er wieder das Gespräch mit seinem Flügelspieler, der Wiener Neustadt-Trainer. Ein Anspiel von Biric. Keins. Guter Einwurf von Schrammel. Sehr reinig. Und da ist Philipp Schobersberger. So, aber jetzt die Konterchance für Wiener Neustadt. Hofbauer sucht eine Anspielstation, findet aber keine. Und dann macht er das Foul. Und Schobersberger und damit Rapid mit einer Standardsituation. Steffen Hofmann ist nicht da, deshalb darf aus dieser Position Florian Kainz heute die Freistöße schießen. Dobra springt sich da selbst in Bedrängnis und verursacht diesen Out-Einwurf für Rapid. Da hätte er die Möglichkeit gehabt, den Ball sehr schnell zu klären. Leicht verkühlt, aber trotzdem eine Möglichkeit für die zweite Spielhälfte, wenn es denn nicht nach Wunsch läuft für die Rapidler. Steffen Hofmann. Einwurf Pavelic. Brettenthaler zuletzt am Ball und Pavelic darf es gleich noch einmal versuchen. Wirkliche Torchance herausgespielt, aber Rapid schafft es jetzt zumindest im Gegensatz zu den Anfangsminuten, sich in der Hälfte der Wiener Neustädter etwas festzusetzen. Quist gegen Pavelic, der jetzt ausgeht. Hofbauer, die Wiener Neustädter reklamieren heftig Handspiel, aber Schütze der Kollege macht keine Anstalten, hier einen Elfer zu pfeifen. Ich denke zu Recht, Foul jetzt von Zuzac an Biric. Noch einmal Hofbauer und dann schießt er aus kurzer Distanz Stefan Schwab an. Mit
Sicherheit kein absichtliches Anspiel des Rapid-Mittelfeldspielers. Auf Pavelic und dann dieser Rückpass auf Sonnleitner. Bei Rapid fehlt die Exaktheit im Spiel, fehlt in dieser Anfangsphase auch die Konzentration. Oh, Fehler Sonnleitner, Dobrasch. Aber dann macht der Rapid-Kapitän fast alles wieder gut, alles nichts, denn es gibt ja jetzt Eckball, den zweiten für die Niederösterreicher, herausgeholt von Christian Dobrasch, der nach überstandener Verkühlung wieder fit ist, deshalb heute also wieder von Anfang an dabei sein kann und dem Spiel der Wiener Neustädter natürlich sehr gut tut. Ein erstes Bundesligaspiel hat er für Rapid absolviert. Über Grödig ist er hierher nach Wiener Neustadt gekommen. Und er schießt auch den zweiten Eckball. Sehr rein, und da ist der Führungstreffer. Aber der zählt nicht. Schiedsrichter Kollega hat etwas dagegen. Wiener Neustädter überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung des Schiedsrichters. Matthias Jereinig wäre der Torschütze gewesen. Nochmals ganz genau hingeschaut. Eckball Dobrasch und dann stellt sich hier Hellqvist Novota entgegen. Und dieses Foulspiel am Rapid-Tormann hat der Schiedsrichter geahndet. Also im Weg stehen darf man. Und ganz ehrlich, für mich ist das kein Foul. Aus meiner Sicht hätte dieser Treffer zählen müssen. Glück für Rapid, Glück für den Tormann. Er soll das Foul begangen haben, Philipp Hellqvist. Kein Stoßen für mich zu erkennen, keine aktive Bewegung von Hellqvist. Wird einfach versucht, im Weg zu stehen, und das ist ihm gelungen. Gegen Osman Ali. Viele technische Fehler bei den Rapidlern, viele Abspielfehler. Spiel der Wiener Neustädter irgendwie schnörkelloser, zielstrebiger. Dobrasch hochmotiviert natürlich heute gegen Max Hofmann in dieser Situation. Nächster Eckball
Wiener Neustadt. Christian Dobrasch, einst war er einer der Schützlinge von Zoran Barisic in der Rapid Amateurmannschaft, die ja mittlerweile Rapid 2 heißt. Gestern in Ritzing 0:1 verloren hat in der Regionalliga Ost mit Maric im Tor, deshalb hat der Knoflach der Ersatzgoalie. Eckball Hofbauer von rechts, wieder sehr reinig an den Ball gekommen. Also Rapid mit Problemen, wenn der Ball da hoch in den Strafraum fällt. Das wundert doch ein wenig, denn Rapid hat erst ein einziges Kopfballtor in dieser Saison kassiert. Vor zwei Wochen im Derby bei der 1:2-Niederlage gegen die Austria durch Wanze Schickhoff. Jenes von sehr reinig wäre also erst das zweite gewesen. Und aus meiner Sicht war das ein regulärer Treffer der Niederösterreicher. Auf Peric. Du bist heute bislang noch nicht in der Lage, hier wirklich die Bälle vorne zu sichern, abzulegen. Robert Peric immer wieder sehr heftig attackiert von den Herrn Šušić und sehr reinig. Apropos sehr reinig, noch einmal. Ich bleibe bei meiner Meinung, für mich ein reguläres Tor. Mit einer, wie ich meine, völlig unnötigen Einlage gegen Peric. Die Rapidler mit diesem Angriff über die rechte Seite. Schrammel hält den Ball im Spiel. Guter Vorstoß. Elquist nicht in Abseitsposition, genauso wenig wie Dobrasch. Neustadt wirkt irgendwie wacher, agiler, zielstrebiger. Rapid bisher für mich enttäuschend. Pavelic auf Schobisberger. Juric. Vollnofer kommt raus und jetzt gibt's auch auf der anderen Seite einen Pfiff von Schizita Kollega nach einem Foul eines Stürmers am Tormann. Noch einmal. Hier Peric gegen Vollnofer, ja.
Ich denke, das war ein Fall von Robert Beric, der übrigens in den slowenischen Teamkader berufen wurde für die Länderspiele gegen San Marino in der EM-Qualifikation und in Katar. So, jetzt geht Osman Ali da mal ab auf der rechten Seite. Aber Schwab verhindert den Pass von Hildquist rein in die Spitze. Wäre wohl für Dobrasch gedacht gewesen. Das Anspiel für Hildquist. Dobrasch. Wiederholen sich die Wiener Neustädter den zweiten Ball. Am Ball. Richard, endlich einmal Platz für Schobesberger. Pavelic hinterläuft, aber immer wieder solche leichten technischen Fehler bei den Rapidlern. Und das liegt mit Sicherheit hier nicht nur am Platz. Schrammel. Die beiden keins im Duell. Gut gespielt von den Rapidlern jetzt. Schrammel und dann verhindert Wiener Neustadt hier möglicherweise eine sehr gute Rapid-Chance. Der Schuss von Hofbauer, sensationeller Schuss, war der drin? Er war nicht drin, sagt das Schiedsrichterteam. Unglaublicher Hammer von Dominik Hofbauer. Aus gut 30 Metern. Janowa da natürlich überrascht, aber ich denke auch ohne Abwehrmöglichkeit und der Ball springt. Aus dieser Perspektive denke ich auch ganz gut zu sehen. Auf der Linie auf, noch einmal. Ja. Genau auf der Linie dabei. Aber wieder viel Glück für Rapid, viel Glück für Jan Novota. In Neustadt hatte die erste gute Chance durch Freitag. Dann aus meiner Sicht ein regulärer Treffer von Zereinig. Und jetzt dieser Hammer von Hofbauer. Ganz klare Chancen plus für die Niederösterreicher. Für den Tabellenvorletzten Rapid ist hier in Wiener Neustadt gefordert. Thanos Petzos. Und da war eine Abseitsposition eines Rapidlers von Kapitän Mario Sondleitner. Noch einmal die Bestätigung, der Ball hier auf der Linie, nie und nimmer mit vollem Durchmesser hinter der Linie. In der ersten halben Stunde für Helgi Kolwitzon und die Seine. Gibt Abstoß. Da war offensichtlich Lukas Steiner zuletzt dran. Ja. Entscheidung wohl richtig. Lukas Steiner kommt ja auch aus dem Rapid-Nachwuchs.
hat 4 Bundesligaspiele für Rapid absolviert. Seit Jänner 2014 kickt er hier beim SC Wiener Neustadt. Hellquist. Gefault von Petzos. Aber jetzt Christian Dobrasch. Schuss Brettenthaler abgeblockt. Wieder gefährliche Situation im Strafraum. Max Hofmann mit einem Fehler. Osman Ali bringt den Ball beinahe zu Hellquist. Vielleicht hemmt Rapid auch die Ausgangsposition heute. Rapid muss gewinnen, um den Rückstand auf Salzburg auf 6 Punkte verringern zu können. Ähnliche Situation wie vor dem Derby gegen die Austria. Auch da war die Chance da, bis auf 6 Punkte an Salzburg heranzukommen. Die Rapidler haben die Möglichkeit ausgelassen. Vielleicht bleibt über dieses Wochenende hinaus Altach der große Verfolger des Meisters und Tabellenführers. Osman Ali holt den nächsten Eckball für Rapid, für die Wiener Neustädte heraus. Eckenverhältnis 4:0. Wieder Dobrasch von links. Diesmal wurde Novota wieder geblockt, aber diesmal blieb der Pfiff von Schiedsrichter Kollega aus. So, jetzt die Konterchance für Rapid, wir schauen. Guter Wechselpass auf Kainz. Und dann klärt der andere Kainz die Situation. Wieder stellt sich Hellquist in den Weg, genauso wie Sereinig. Novota kommt nicht raus. Ähnliche Situation wie vor diesem zu Unrecht aberkannten Treffer durch Matthias Sereinig. Also sich hier in den Weg zu stellen, ist offensichtlich das Rezept der Wiener Neustädter bei den Eckbällen. Völlig missglückt diese Flanke von Lukas Denner jetzt. Dabei von diesem zuletzt hochgelobten Kombinationsspiel der Rapidler hier und heute nichts zu sehen. Immer wieder solche Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Osman Ali im Zusammenspiel mit Hellquist. Gutes Zweikampfverhalten von Petzos jetzt. Und dann ein völlig missglückter Pass, gedacht für Florian Kainz. Der Meister im Herausspielen. Wieder ein technischer Fehler. Luis Schaub und dann
versucht der Wiener Neustädter das sofort da, schnell direkt in die Spitze zu spielen, Philipp Hellquist einzusetzen. Sogar ein technischer Fehler von Osman Ali, Platz für Beric. Jetzt müsste es einmal schneller gehen und es geht nicht schnell bei Rapid und dann kommt immer wieder sofort der Abspielfehler. Beric attackiert von Freitag, typische Szene. Die Wiener Neustädter einfach energischer in den Zweikämpfen. Und dann das Foul eines Rapidlers, diesmal von Stefan Schwab. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Dubrasch mit rechts, Hofbauer mit links. Wer schießt diesen Freistoß? Es ist wohl Christian Dobrasch. Aber viel Aufregung hier, und nicht allzu viel. Ich denke, Helge Kolwitzon hat mittlerweile erkannt, heute ist die Überraschung drin. Das wären natürlich drei Big Points für die Wiener Neustädter im Kampf gegen den Abstieg. Das Torschussverhältnis in den ersten 36 Minuten 6:1 zugunsten der Niederösterreicher. Schwab. Und der Ball nach vorne einmal. Schuschatz. Unfreiwillige Vorlage für Beric. Da kommt Luis Schaub rein in den Strafraum. Und dann funktioniert der Haken schon wieder nicht. Luis Schaub gelobt zuletzt nach dem Spiel gegen Grödig. Heute schließt er eher an die Leistungen der Spiele davor an. Und die waren nicht gut. Zurück in die eigene Hälfte, Hofmann auf Novotar. Und davor auch das Foul von Petzos und das wird jetzt geahndet. Louis Schaub ist leicht angeschlagen. Bei dieser Aktion eben im Strafraum dürfte das passiert sein. Hofmann macht sich schon bereit. Er wird jetzt wohl noch in der ersten Spielhälfte für Louis Schaub bei Rapid ins Spiel kommen.
Gute Aktion von Florian Kainz, zusammenspielen mit Biric. Aber es bleibt dabei, die Wiener Neustädter gewinnen die entscheidenden Zweikämpfe. Hofmann gegen Hellquist, leicht gestoßen, hier mit dem Ellbogen, aber halb so schlimm das Ganze. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. So, und jetzt kommt wohl zum Wechsel, Louis Schaub hat sich leider verletzt. Der Kapitän muss an Bord, Steffen Hofmann, kommt ins Spiel anstelle von Louis Schaub. Hofmann wird natürlich die Position zentral offensiv bei Rapid im Mittelfeld jetzt einnehmen. Und hier ist es passiert, bei diesen verunglückten Haken, da will er schießen, da kommt aber Hofbauer schneller an den Ball und so passiert diese Verletzung. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm. Und hoffentlich muss er dem Unter-21-Teamchef nicht absagen für das Freundschaftsspiel in Katar, ja genauso wie Dominik Widra dafür nominiert. Von dem Spiel noch trägt Mario Sonnleitner die Schleife des Spielführers. Voll von Osman Ali an Florian Kainz und jetzt gibt es die allererste Karte im Spiel für den Flügelspieler der Wiener Neustädter, für Abdalrahman Osman Ali. Vorerst eine Karte, die für ihn ohne Folgen bleibt, seine vierte. Schafft es Rapid jetzt nach der Einwechslung von Steffen Hofmann zumindest einmal bei Standardsituationen richtig gefährlich zu werden. Der Kollege hat Stefan Schwab inzwischen ermahnt. Wenn ich das hier richtig sehe, ist eingeschwollen. Steffen Hofmann auf Mario Pavelic. Guter Ball zur Mitte. Florian Kainz trifft aber den Ball nicht richtig. Aber endlich einmal so etwas wie Dynamik im Rapid-Offensivspiel zu erkennen. Und die Grünen setzen nach über Schobesberger gegen Denner. Steffen Hofmann wollte da Pavelic ansetzen. Die gute Ausführung hat nicht ganz funktioniert. Schwab. Aus auf Schobesberg. Stenner kann die Flanke verhindern. Fall von Robert Biric an Marc Brettendaler. Ja.
Also so sehr die Rapidler zuletzt völlig zu Recht für ihr teilweise attraktives Spiel gelobt wurden, so sehr muss man sie heute für diese Vorstellung bisher in Wiener Neustadt auch kritisieren. Phasenweise war Rapid hier in dieser ersten Spielhälfte richtig grottenschlecht. Sind schon in der Nachspielzeit. Eine Minute gibt es obendrauf in der ersten Hälfte. Florian Kainz rein in den Strafraum. Oder kommt er endlich einmal zum Abschluss? Auch wenn er letztlich den Ball nicht gut trifft, zumindest einmal eine sehenswerte Aktion, zumindest einmal einer, der da versucht, Initiative zu zeigen und in den Strafraum reingeht. Der Pausenstand zwischen Wiener Neustadt und Rapid. Die erste Spielhälfte hat ganz klar den Wiener Neustädtern gehört und er hat für mich ein völlig reguläres Tor erzielt. Wiener Neustadt Innenverteidiger und Kapitän Matthias Sereinig. Rapid hat Glück, dass es hier noch keinen Gegentreffer gegeben hat. Hellqvist hatte sich Novotar in den Weg gestellt. Wiener Neustadt initiativer von der ersten Minute an. Zielstrebiger und vor allem zweikampfstärker, vor allem was die entscheidenden Zweikämpfe betrifft in dieser ersten Spielhälfte. Wie gesagt, spielerisch Rapid für mich enttäuschend. Es gab keine einzige wirklich herausgespielte Torchance der Mannschaft von Zoran Barisic. Der vermeintliche Torschütze zum 1:0 für die Wiener Neustädter, jetzt Gesprächspartner von Gerhard Grabert. Matthias Sereinig, was hat denn Neustadt bis jetzt sehr gut gemacht? Ja, ich glaube, es waren einige Sachen dabei, die wir sehr konzentriert gemacht haben. Das war unser Plan, dass wir hier sehr konzentriert auftreten, wenig zulassen und auch unser Heil nach vorne suchen. Und ich glaube, es ist uns für die ersten 45 Minuten gelungen, aber es muss eine Halbzeit gespielt werden. Sie haben ein Tor gemacht, es wurde nicht gezählt. Können Sie das nachvollziehen? Ich glaube nicht, dass es für mich ein widriger Einsatz war. Ich glaube, ich bin da in den Raum gegangen. Ich glaube, der Thomas sucht mit mir den Kontakt. Also ich sehe gerade die Bilder. Also meiner Meinung nach ein ganz reguläres Tor. Ist da heute eine Überraschung, vielleicht sogar ein Big Point drinnen? Ja, für uns ist jedes Spiel wichtig. Es ist egal, gegen wen wir spielen. Aber wir haben jetzt noch schwierige 45 Minuten vor uns, die wir sehr konzentriert absolvieren müssen. Und da sind auch hier Punkte drinnen. Ja, das noch einmal schärfer formuliert Matthias Sereinig und ich gebe ihm recht, dem Wiener Neustädter Kapitän, auch für mich war das ein regulärer Treffer. Schauen wir auf die Zahlen, Daten und Fakten dieser ersten Spielhälfte. 6:2 Torschüsse für Wiener Neustadt. Christian Dobrasch hier links und rechts im Bild war einer der auffälligsten bei den Niederösterreichern. Rapid mehr im Ballbesitz, das war auch genau so zu erwarten, nur aus diesem Ballbesitz hat Rapid überhaupt nichts gemacht. Die entscheidenden Zweikämpfe haben die Wiener Neustädter auch gewonnen, vor allem die da rund um den eigenen 16er. Bin neugierig, was Hans Krankl zu dieser ersten Spielhälfte zu sagen. Die Szene der ersten Hälfte aus der Sicht des Neustadt-Trainers, aus der Sicht von Helgi Kolwitzson, Sereinig mit dem Kopfballtreffer, der eben nicht zählt. Was ist da los? Wie viel Pech hatte der SC Wiener Neustadt, Hans Krankl, in den ersten 45 Minuten? Viel Pech, weil erstens einmal das ein reguläres Tor war. Und die erste Hälfte ist Wiener Neustadt die klar bessere Mannschaft mit einem großen Chancenplus. Was ist denn gut für Rapid?
dass dann 45 Minuten kommen. Rapid muss sich zweite Hälfte komplett umstellen, komplett steigern. Erste Hälfte war wieder Neustadt viel besser. Das war nicht zu erwarten. Und nicht auf diese, vor allem nicht in dieser Art und Weise. Schauen wir uns diese Geschichte gleich an in der 17. Minute. Die Ecke von Christian Dobrasch von der linken Seite. In-Swinger, sagt man im neumodernen Fußball dazu. Sehr reinig. Absolut. Macht eigentlich gar nichts. Hellquist macht auch nichts. Wir werden gleich die Zeitlupe noch mal sehen. Es ist da sieht man auch nichts, Hans. Es ist absolut ein Corner. Ein Corner, er kommt in den 5-Meter-Raum. Der Spieler köpft, ein Spieler steht beim Novota, aber steht bei ihm, also macht keine Bewegung. Ich glaube, das ist ja das Reinig, was bei ihm steht. Ja, Moment. Ja. Der Fehler liegt hier bei den Innenverteidigern und vor allem auch beim Novota, weil er zuerst hinausgeht, dann sieht, dass er zu spät kommt, dann zurück will. Und da ist aber der Point schon im Tor. Also für mich war es, muss man fairerweise zugeben, ein reguläres Tor. Ja, und das streicht auch wenn es nicht gezählt hat, dass die letzten 5 Neustadt-Treffer davon 4 aus Standardsituationen entstammt sind. Der Sportdirektor des SK Rapid, Hans Krankl, ist jetzt an Bord. Andreas Müller, live bei Gerhard Grabert. Mittelpunkt in dieser ersten Spielhälfte bei der Aktion als Serainik mit der Neustadt vermeintlich mit 1:0 in Führung gebracht hat. Auch die Wiener Neustädter sind unverändert aus der Kabine gekommen. Bei den Niederösterreichern steht ja noch die Startformation auf dem Platz. Rapid muss sich steigern, Rapid kann sich nur steigern gegenüber der ersten Spielhälfte. Ich habe mir kurz gedacht, vielleicht war ich zu kritisch mit den Rapidlern gegen Ende der ersten Spielhälfte. Aber dann kamen die Wortmeldungen von Hans Krankl und Andreas Müller. Steffen Hofmann bleibt dann Hofer hängen. Danke, Schrammel, danke. Oder raucht er sich einmal eine an, zu entspannen. Bin neugierig, ob er möglicherweise dann nicht nur in Österreich das eine oder andere Schnäppchen verpflichtet, sondern vielleicht auch aus seiner deutschen Heimat einen interessanten Spieler holt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Steffen Hofmann im Zusammenspiel mit Robert Peric. Schobisberger. Gegen den, na gute Aktion von Schobisberger, Hofmann. Pavelic. Mittlerweile die Wiener Neustädter Hintermannschaft wieder formiert. Aber gute Flanke von Mario Pavelic. Nur so gefährlich war Rapid in der gesamten ersten Spielhälfte nicht wie bei diesem Angriff. Wieder Schobisberger enteilt Denner. Guter Haken. Immer wieder Schobisberger. Bleibt am Ball und jetzt ist der Ball drin. Robert Peric. Aber dieses Tor gehört eigentlich Philipp Schobisberger. Gute erste Spielhälfte der Wiener Neustädter. Ganz schlechte erste Spielhälfte seiner Mannschaft. Und dann dieser Auftakt nach dem Seitenwechsel. Der Ballverlust der Wiener Neustädter. Und dann geht's ab in die andere Richtung. Sehr reinig. Hier mit Pech im Zweikampf mit Philipp Schobisberger. Da passen die Wiener Neustädter auch auf, damit sie Schobisberger nicht faulen, dass es keinen Elfmeter gibt. Und der 21-Jährige macht das richtig stark. Zuletzt gegen Grödig hat er sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Heute serviert er Robert Peric diesen Ball und der erzielt seinen 17. Saisontreffer. Und es wird schon wieder gefährlich für die Wiener Neustädter. Sei noch erwähnt, dass das eben der erste Torschuss von Robert Peric im Spiel war, aus ganz kurzer Distanz. Vom Anschluss weg diese Szene, sehr reinig mit dem Querschläger Steffen Hofmann, initiativer als viele seiner Teamkollegen in der ersten Spielhälfte, jetzt in dieser einen Aktion.
Novotar kommt energisch raus, macht in dieser Situation alles richtig. Diese Führung durch Robert Peric bedeutet, Rapid klettert im Moment wieder auf Platz 2 in der Tabelle. Punkte gleich mit dem Aufsteiger aus Vorarlberg. Die grünen Wiener jetzt wieder 6 Punkte Rückstand auf Salzburg. Jetzt kommt dann die Länderspielpause. Und danach geht es dann für die Rapidler ja mit 2 Spielen gegen Wolfsburg weiter. Einmal Meisterschaft, einmal Cup und dann kommt es zum großen Schlager gegen Salzburg. Wer weiß, wie die Situation an der Tabellenspitze dann aussieht. Und nicht nur die Spieler der Rapidler jetzt energischer in Hälfte 2, sondern auch der Trainer. Ich denke zu Recht hier die Aufregung bei den Rapidlern. Das war kein Foulspiel, es gibt aber trotzdem den Freistoß für die Wiener Neustädter. Wieder Dobrosch, wieder zu hoch angetreten. Wie geht seine Mannschaft jetzt mit diesem Rückstand um? Gute Leistung in der ersten Spielhälfte, das vermeintliche 1:0 erzielt und jetzt im Prinzip mit 0:1 reingestartet in die zweite Hälfte. War sehr oft so bisher in dieser frühen Saison, dass Wiener Neustadt vor allem in der ersten Spielhälfte stark war, in der zweiten dann etwas nachgelassen hat. 12 der letzten 13 Gegentore haben die Niederösterreicher nach der Pause kassiert. Steffen Hofen auf Florian Kanz. Irgendwie scheint bei Rapid jetzt nach der Einwechslung von Steffen Hofmann wieder die Hierarchie zu stimmen in der Offensivabteilung. Schwab. Zusammenspiel mit Peric. Zu Recht gibt es Freistoß für Rapid. Stoß Steffen Hofmann, Sonnleitner mit vorne, kommt nicht an den Ball. Fehler vom Freitag und dann das Foul an Florian Kanz. Wieder extrem gefährlich werden für die Niederösterreicher. Wieder gut angetragen, dieser Freistoß von Steffen Hofmann, aber dann das Foulspiel von Maria Sonnleitner. War an Matthias Herreinert. Und Schwab springt der Ball weg. In der Neustadt kommt so in Ballbesitz. Und die Rapidler, die nehmen jetzt auch die Zweikämpfe viel besser an.
auch in dieser Hinsicht Steffen Hofmann ein Vorbild. Florian Kainz. Und die nächste gefährliche Offensivaktion. Beric hier vor Sereinik zum Kopfball gekommen. Robert Beric in seinen letzten beiden Spielen hat er eben kein Tor für Rapid erzielt. Heute hat er getroffen, seinen ersten Treffer im März erzielt. Gegen Wiener Neustadt erzielte er in beiden bisherigen Spielen zwei Tore. Und es ist heute auch noch möglich. Insgesamt hat er jetzt 6 Mal gegen Wiener Neustadt getroffen. War am häufigsten in der Bundesliga. Petzos, Beric, gegen Sereinik. Fehler Pavelic und jetzt könnte es mal ab in die andere Richtung gehen, aber Osman Ali verzögert zum wiederholten Male den Spielaufbau. Energischer attackiert als vor der Pause. Torschussverhältnis in der ersten Hälfte war 6:2 zugunsten der Wiener Neustädter. In der zweiten Spielhälfte halten wir jetzt bei einem Torschussverhältnis von 3:0 für Rapid. Wie ausgewechselt sind die Rapidler aus der Kabine gekommen, sagt man gern an dieser Stelle. Florian Kainz, kein Abseits, das hat Brettenthal aufgehoben mit der Mitte. Schobesberger, aber Kainz bringt den Ball nicht zu Schobesberger. Ich denke, die Entscheidung des Schiedsrichterteams war korrekt. Hier achten Sie auf Marc Brettenthaler, der zögert, der hebt die Abseitsposition von Florian Kainz auf. Und wenn er jetzt diesen Ball spielt, dann ist es besser. Allerdings müsste Schobesberger dann auch durchlaufen. Wieder Rapid, wieder über die linke Seite, über Schrammel diesmal. Wiener Neustadt völlig verunsichert jetzt. Vielleicht auch deshalb, wenn sie nicht mehr damit gerechnet haben, die Niederösterreicher, dass die Rapidler hier in der Lage sind, energisch, schnell, dynamisch Fußball zu spielen. Petzos. Florian Kainz. Gut gelöst die Situation von Marc Brettenthaler. Auf Hofmann, der zögert ein wenig.
Peric. Gute Spielverlagerung auf Schramm. Jetzt läuft der Ball bei Rapid. Jetzt ist das Kombinationsspiel auch ganz nett anzusehen. Übrigens, der Platz ist dasselbe wie in der ersten Spielhälfte. Verzögerung kommt er dann doch, der Pfiff von Schiedsrichter Kollege, und er kommt zurecht. Foulspiel von Freitag an Petzos. Haben Sie gesehen, die Wiener Neustädter bereiten den ersten Wechsel vor und Thomas Vollnhofer ist gefordert nach dem Kopfball von Stefan Schwab. Daniel Schöpf wird wohl bei den Niederösterreichern ins Spiel kommen. Aber Ferak Zweikampf und letztendlich einmal vielleicht eine gelungene Offensivaktion der Wiener Neustädter in der zweiten Spielhälfte. In Sachen Offensive geht beim Team von Helgi Kollwitzon nach dem Seitenwechsel jetzt überhaupt nichts mehr. Jetzt sind es die Rapidler, die weit zielstrebiger agieren. Florian Kainz zusammenspielen mit Stefan Schwab. Bleiben am Drücken. Ball war draußen und es gibt Eckball für die Hütteldorfer. Hier war der Ball noch nicht zur Gänze draußen, da allerdings schon richtige Entscheidung. So, erster Wechsel im Spiel beim SC Wiener Neustadt aus der Partie. Lukas Denner, der hatte nur 33 Ballkontakte, hat aber eine positive Zweikampfbilanz von 55%. Und an seiner Stelle kommt jetzt Daniel Schöpf in die Partie. Auf den Ball! Auf den Ball! Eckball Steffen Hofmann. Schwab kommt nicht ran, Schobesberger. Der Sonnleitner in Abseitsposition, der hat aber nicht eingegriffen, sondern der Ball ist zu Peric gekommen. Das soll jetzt ein Foul von Daniel Schöpf gewesen sein. Der Schiedsrichter Kollega auf dem Weg zum Wiener Neustadt Trainer, zu Helgi Kollwitzon. Hat eher Peric eingefädelt bei Schöpf. Ich denke, die Aufregung bei Kollwitzon nicht ganz zu Unrecht. Lippenlesen leicht gemacht. Steffen Hofmann. Der Ball war nicht einfach zu nehmen. Florian Kainz, starke Aktion. Ah,
sage mal, halbwegs ansehnliche Kombinationen der Wiener Neustädter. Schobisberger gegen Brettenthaler. Gutes Zusammenspiel mit Pavelic. Sehr reinig verhindert dort den Stangelpass. Zweiter Eckball für Rapid. So wie es aussieht, könnte Helgi Kollwitzon jetzt auch etwas an der Formation seines Teams verändert haben. Nach der Einwechslung von Schöpf sieht jetzt eher nach einem 4-2-3-1 aus. Aber es kann jetzt auch nur aus dieser Situation heraus gewesen sein. Jetzt hat sich Dobrasch wieder nach vorne orientiert. Auf Schobisberger. Kommt dann sehr reinig nicht vorbei, aber holt sich sofort wieder den Ball. Philipp Schobisberger. Unglaublich flink der Flügelspieler der Rapid. Einer der Aufsteiger der vergangenen Wochen. Auch technischer Fehler, sehr reinig, wieder Schobisberger. Schön langsam geht da jegliche Ordnung aus dem Spielfeld verloren. Zweiter Wechsel bei Wiener Neustadt. Herbert Rauter kommt in die Partie. Nach verletzungsbedingter Pause der 33-jährige Kreativspieler der Wiener Neustädter wieder im Einsatz. Er kommt anstelle von Osman Ali, der schon weit bessere Spiele abgeliefert hat in der Bundesliga als heute. Wohl jetzt Rauter vorne gemeinsam mit Hellquist und Dobrasch geht zurück ins Mittelfeld. Dobrasch kommt jetzt über rechts, Schöpf hat die Position von Denner auf der linken Seite ja 1:1 übernommen. Hellquist, gute Aktion. Rein in den Strafraum, aber da ist Max Hofmann. Schwab auf Biric, guter Pass. Und dann läuft Robert Biric mit dem Ball ins Amt. Woo!
Steffen Hofmann hat Schwung gebracht ins Rapid-Spiel. Und mit ihm hat Rapid auch deutlich aufs Tempo gedrückt. Und das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Absoluter Impulsgeber heute der Rapid-Kapitän. Eckenverhältnis in der ersten Hälfte war 4:0 zugunsten der Wiener Neustädter. Jetzt das Eckenverhältnis 3:0 für die Rapidler. Sonnleitner mit vorne, Vollenhofer ist aber auch da. Sonnleitner mit Anlauf und Vollenhofer mit einer sehr guten Abwehr. Wie links schießt jetzt Steffen Hofmann die Eckbälle bei Rapid. Da ist wieder Sonnleitner. Das bleibt hängen. Steffen Hofmann mit gutem Einsatz gegen Philipp Hellquist. Gestrecktes Bein von Philipp Schobesberger, richtig. Die Aktion von vorhin, Max Hofmann verlängert und dann der Kopfball von Mario Sonnleitner sehr reinig geklärt vor Vollenhofer. Wieder Beric. Florian Kaltz. Links kommt Thomas Schrammel mit. Guter Stangepass. Beric verfehlt, aber da ist Mario Pavlic. Und da war er jetzt ganz knapp dran an seinem zweiten Bundesliga-Treffer. In der Vorwoche gegen Grödig hat er ja zum ersten Mal in der höchsten Spielklasse getroffen. Der Außenverteidiger der Rapidler hatte jetzt die Chance, dieses Spiel zu entscheiden. Florian Kainz auf Thomas Schrammel, Beric verfällt und dann reagiert Vollenhofer auch toll beim Schuss von Mario Pavlic und der hat auch keine andere Möglichkeit als ins kurze Eck zu schießen. Das lange war zu durch Marc Brettenthaler. Möglicherweise hätte er den Ball höher antragen müssen, aber das ist leichter gesagt als getan. Aber so bleibt die Partie noch spannend jetzt in der Schlussphase. Wiener Neustadt noch ohne Torschuss in der zweiten Spielhälfte. Bleibt das so? Auf Brettenthaler. Da kommt der Ball nicht an. Hin und
wieder, möglicherweise auch bei dieser einen Situation, ist auch der relativ starke Wind hier in Wiener Neustadt ein Faktor. Gutes Zweikampfhalten von Herbert Rauter gegen Stefan Schwab. Etwas Ballklick für Rauter und dann wieder Hofbauer. Einmal hat er seine Schussgewalt an diesem Sonntagnachmittag schon unter Beweis gestellt. Florian Keitz. Auf Philipp Schoesberger. Ist es das jetzt? Das ist es nicht. Aber wieder Pavelic. Und jetzt ist der Ball immer noch nicht drin. Boah. Rapid mit einer Dreifachchance. Der Konter über Florian Keins. Der Pass in die Schnittstelle gespielt. Exakt für Schoesberger. Diesen Ball hier kratzt Šušač noch von der Linie. Und dann Pavličius an die Latte. Und Schoesberger bringt dann den Abpraller nicht unter Kontrolle. Stark gemacht vom Wiener Neustädter Innenverteidiger, von Adam Šušač. Beric war der, der hier nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Schon wieder Rapid über links und jetzt gibt es Freistoß und wohl auch eine gelbe Karte. Und die auch ganz zu Recht für den eingewechselten Herbert Rauter. Da ist ihm Philipp Schoesberger einfach zu schnell gewesen. So, in Kürze erfolgt der dritte und letzte Wechsel bei Wiener Neustadt. Mit der Nummer 18 wird Stürmer Michael Tieber in die Partie kommen. Aber wohl erst nach diesem Freistoß, den natürlich wieder Steffen Hofmann ausführt. Ganz interessant hier die Ansammlung der Spieler bei der zweiten Stange. Schoesberger geht kurz, jetzt kommt Schwab kurz und da kommt auch Schrammel. Und der schießt den Ball raus aus dem Stadion Wiener Neustadt. So, jetzt der angekündigte Wechsel. Michael Tieber kommt ins Spiel und aus der Partie geht Philipp Hellquist. Sehr auffällig vor der Pause, wie die gesamte Wiener Neustädter Mannschaft sehr blass nach dem Seitenwechsel, wie auch fast alle seiner Kollegen. So, Sturmduo bei den Niederösterreichern ist jetzt frisch, saftig, steirisch mit Herbert Rauter und Michael Tieber. Erstmals Tieber im Duell mit Mario Sonnleitner. Kurz abgespielt Hofmann auf Florian Keitz, wieder Hofmann. Und da ist Beric erneut.
für Florian Kainz. Und das ist eine Karte mit Folgen hier für dieses wohl absichtliche Anspiel. Fünfte Gelbe für ihn, damit fehlt er mal im Heimspiel gegen Wolfsburg nach der Länderspielpause. Aus dem Spiel heraus hat es wieder Neustadt nicht geschafft, nach dem Seitenwechsel torgefährlich zu werden. Schaffen es die Wiener Neustädter jetzt mit diesem Freistoß. Attackiert von Jovis Berger. Dann Hofbauer mit Fernmitteln gegen Steffen Hofmann. Auf Tobias Kainz. Die Verlagerung auf Schöpf gelingt nicht. Hofmann. Und zwar Steffen Hofmann, der immer wieder am Ball ist in dieser zweiten Spielhälfte. Also zweimal die Gelegenheit hatte, auf 2:0 zu stellen. Schobisberg mit seinen kurzen Haken immer wieder auffällt. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Schuss von Schwab, geblockt von Hofmann. Zu spät, Einwurf in der Neustadt und davor Wechsel bei Rapid. Der zweite, in Hälfte 1 ist Steffen Hofmann für den verletzten Louis Schaub gekommen und jetzt kommt der Ex-Wiener Neustädter Stefan Stangl ins Spiel für Florian Kainz. Wie alle Rapidler hat sich Florian Kainz nach der Pause extrem gesteigert. Defensivere Stange jetzt für den offensiven Kainz. Kann noch bedeuten, dass Zoki Parisic jetzt nochmal dieses 1:0 über die Runden bringen möchte. Stefan Stange, in der vergangenen Saison hat er bei Wiener Neustadt gespielt, hat 28 Spiele für die Niederösterreicher absolviert.
etwas mehr als 5 Minuten plus Nachspielzeit. Nach wie vor 1:0 Führung für Rapid durch den Treffer von Robert Beric in der 48. Spielminute. Rapid in der Folge mit zahlreichen Möglichkeiten auf das zweite Tor. Serviert Tiber den Ball. Dobrasch, Hofer. Ja, Ball laufen lassen, fordert Helgi Kolwitzon, wenn das so einfach wäre. Mit dem Zug zum gegnerischen Tor, wie phasenweise in der ersten Spielhälfte die Wiener Neustädter. Dobrasch gegen Schrammel. Flanke Tobias Kainz. Da wäre Bern beinahe eine Möglichkeit für die Niederösterreicher in Stahl. Tobias Kanzbein. Jetzt gibt es Gelb für Thanos Petzos. Wegen Spielverzögerung hier. Entscheidung. Und dann war es wohl Kritik. Thanos Petzos hat die Entscheidung von Schiedsrichter Kolliger kritisiert. Das ist bereits eine 8. gelbe Karte in dieser Saison. Zum Schuss, Softball, guter Schuss, aber zu zentral und damit kein Problem für Jan Novotar. Beric auf Stange. Stefan Stange, immer noch Stefan Stange, kommt er zum Abschluss. Brettenthaler. Und Rapid setzt nach. Das Einzige, was man Rapid in der zweiten Spielhälfte vorwerfen kann, ist, dass die Hütteldorfer nicht in der Lage waren, das zweite Tor zu erzielen und damit das Spiel zu entscheiden. Auch hier Stefan Stangl nicht. So, jetzt in der 90. und letzten Minute der offiziellen Spielzeit kommt noch Deni Alla ins Spiel.
Er hatte zuletzt Probleme mit den Adduktoren, war deshalb zuletzt gegen Grödig nicht mit von der Partie. Und er kommt anstelle von Philipp Schobesberger, der, wie ich meine, sehr großen Anteil daran hatte, dass sich Rapid nach der Pause gesteigert hat. Den möglicherweise alles entscheidenden Treffer durch Robert Beric in der 48. Spielminute toll vorbereitet. So, die Barisic. Und Philipp Schobesberger zu Recht geherzt und möglicherweise mit netten Worten aufgemuntert. Herbert Rauter ist angeschlagen. In Wiener Neustadt jetzt in der Nachspielzeit nur zu zehnt. Vier Minuten Nachspielzeit in Wiener Neustadt. Wieder Stadl. Schafft es Rapid jetzt, den zweiten Treffer zu machen. Steffen Hoffmann, Vollenhofer wieder mal dazwischen. Sie vergeben zu viele Chancen in dieser zweiten Spielhälfte. Noch zwei Minuten. Wieder Platz für Rapid, um zu kommen. Genialer. Der Hoffmann hat jetzt wieder mal in die Breite gespielt, um sehr viel Zeit verstreichen zu lassen. In der zweiten Spielhälfte hatte Wiener Neustadt einfach nicht mehr die Möglichkeiten, hier Lösungen für das Offensivspiel parat zu haben. Die erste Spielhälfte wirklich stark von den Wiener Neustädtern. Aber nach der Pause war Rapid doch eine Nummer zu groß für das Team von Helgi Kollwitzer. Hoffmann, Beric, kein Abseits, da fällt ein Strafraum und es gibt keinen Elfer. So, jetzt der letzte Angriff der Wiener Neustädter. Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Das war's. Rapid gewinnt in Wiener Neustadt mit 1:0 durch den Treffer von Robert Beric in der 48. Spielminute. Zwei völlig verschiedene Spielhälften hier in Wiener Neustadt.
dass es hier keinen Elfmeter gibt, ist auch klar. Beric geht zu leicht zu Boden. Das ist der alles entscheidende Treffer. Der Slowene trifft nach toller Vorbereitung von Philipp Schobesberger. Und dafür bedankt sich Beric auch gleich bei seinem Mitspieler. In der ersten Spielhälfte hat Rapid hier richtig enttäuscht, hat überhaupt nichts zustande gebracht. Wiener Neustadt war eindeutig das bessere Team, hat ein reguläres Tor erzielt durch Matthias Sereinig. Hätte eigentlich in Führung gehen müssen, ist er eigentlich auch in Führung gegangen, nur hatte der Schiedsrichter etwas dagegen. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Rapid dann in allen Belangen besser. Und so gewinnt das Team von Zoran Barisic hier gegen die Mannschaft von Helgi Kolwitzer. Das Einzige, was man Rapid nach dem Seitenwechsel vorwerfen kann, ist, dass die Mannschaft einige Aktionen nicht zu Ende gespielt hat, dass sie 3, 4 wirkliche Top-Möglichkeiten ausgelassen hat. Für die Wiener Neustädter wäre aufgrund der ersten Spielhälfte heute mehr drin gewesen. Dominik Hofbauer, warum bleibt denn punktemäßig nichts übrig heute für Wiener Neustadt? Schwer zu sagen. Erste Halbzeit haben wir, glaube ich, auch Chancen gehabt. Und wenn du gegen Rapid gewinnen willst, musst du die nützen. Sonst, zweite Halbzeit, wir haben da lange auf der linken Seite den Ball nicht wegbekommen. Haben wir ein paar Eigenfehler hintereinander gemacht und dann ist das Tor passiert. Sehr, sehr bitter für uns heute. Erste Hälfte hat Wiener Neustadt ein reguläres Tor erzielt. Wie sehr trauen Sie diesem Treffer auch nach und der ersten Hälfte generell, wo man ja doch deutlich besser im Spiel war? Ja, ich glaube, wenn das Tor zählt, geht das Spiel natürlich ganz anders aus. Aber von dem können wir uns nichts kaufen. Ich glaube, über die ganze Saison ist es sowieso immer gerechtfertigt. Einmal ist es bei dem, ein Fehler einmal bei dem. Und wir müssen einfach für Runde weiterschauen und schauen, dass wir Punkte mitnehmen. Die Situation ist unverändert im Abstiegskampf. Ist das gut? Naja, natürlich hätten wir heute gerne was mitgenommen, speziell weil Admira und Grödiger verloren haben gestern. Und ist leider nicht gelungen, aber wir schauen weiter nach vorne und müssen schauen, einfach, dass wir wieder gewinnen und Punkte mitnehmen. Danke. Danke. Großer Jubel bei den Rapidlern, ein enorm wichtiger Sieg für das Team von Zoki Barisic. Rapid festigt damit Platz 2, Punkte gleich mit Altach, und der Rückstand auf Salzburg beträgt jetzt eben nur mehr 6 Punkte. Und das entscheidende Tor hat wieder einmal in dieser Saison Robert Beric erzielt, und der Slowene hält mittlerweile bereits bei 17 Saisontreffern. Robert Beric, Gratulation zum Tor, Gratulation zum Sieg. Welche Dinge waren denn heute spielentscheidend? Ja, okay, ich glaube, dass wir war heute, glaube, bessere Mannschaft, und ja, war ein schweres Spiel. Platz war ein bisschen schwer, aber wichtig ist diese 3 Punkte und jetzt wir können in Ruhe gehen in Pause. Bessere Mannschaft, zweite Hälfte, stimme ich Ihnen zu. Was war in der ersten Hälfte los? Da hat Rapid Käse gespielt. Ja, wie habe ich gesagt, vielleicht war Platz ein bisschen schwer für uns in der ersten Halbzeit, und wir sind nicht so gut gespielt, aber in der zweiten Halbzeit war viel, viel besser von unserer Seite. Reden wir über Ihr Tor, war ja nicht mehr besonders schwer. Wie sehen Sie die Vorarbeit von Schobesberger? Ja, Schobi hat gemacht eine super Slalom und etwas eine schöne Pass zu mir, etwas ganz einfach von mir. Wie sehen Sie denn jetzt die Möglichkeiten in der Tabelle? Man hat aufgeschlossen, man ist nur noch 6 Punkte jetzt hinter Salzburg, die auch nicht so stabil wirken momentan. Sehen Sie da wieder Chancen auch in diese Richtung? Ja, okay, wir mussten denken, jeden Spiel nicht zum Salzburg, hier ist noch Altach und schauen wir mal, ist noch 11 Spiele, ich glaube, und schauen wir. Danke. Bitte. Jetzt kann er ja wieder schauen, Robert Beric, das Pfeilchen nach dem Zusammenstoß unter Anführungszeichen mit Grödig Thurmann, Bimin Strasser, schaut ja auch schon ziemlich grün aus. Schauen wir auf die Statistik dieses Spiels.
Letztlich heißt das Torschussverhältnis 14:10 für Rapid. In der ersten Spielhälfte lautete es 6:2 für Wiener Neustadt. Der Ballbesitz über die 90 Minuten ganz klar bei Rapid. Das ist einfach auch so aufgrund der Spielanlage, das Zweikampfverhalten im Großen und Ganzen ausgeglichen, die Passgenauigkeit bei den Rapidlern auch ganz deutlich besser als bei den Wiener Neustädtern, die natürlich immer wieder darauf bedacht waren, schnell in die Spitze zu spielen. Ein entscheidender Faktor in diesem Spiel war mit Sicherheit auch Steffen Hofmann, knapp vor Ende der ersten Spielhälfte in die Partie gekommen, anstelle des verletzten Louis Schaub, und er ist auf dem Weg zu uns, auf dem Weg zum Interview zu Gerhard Grabert. Daumen nach oben, das passt auch wirklich auf seine Leistung heute. Ich glaube, von Otto Rehhagel stammt der Spruch, wenn die Zeiten rau sind, wenn die See rau ist, dann müssen die alten Männer mit den langen Bärten auf die Brücke. Und der Kapitän ist heute rechtzeitig ins Spiel gekommen, um hier irgendwie das Ruder herumzureißen. Ja, und da steht er schon, bei Gerhard Grabert. Steffen, wie fanden Sie es leistungsmäßig? Ja, ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Am Anfang haben wir ein bisschen Probleme gehabt, war ein bisschen schwer getan und mit den Umständen nicht wirklich anfreunden können. Neustadt hat dann, glaube ich, doch die besseren Möglichkeiten gehabt, auch wahrscheinlich ein Tor geschossen, das hätte zählen müssen. Aber ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es dann ganz gut gemacht, haben die Räume genutzt und hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen. Was meinen Sie für Umstände in der ersten Hälfte, mit denen man sich nicht anfreunden konnte heute? Ja, meine, der Platz ist nicht gerade ideal für unser Spiel und da muss man sich halt dann umstellen. Neustadt hat das deutlich besser gemacht wie wir und wir haben es dann, je länger das Spiel gedauert hat, verstanden, dass man da eben nicht jeden Ball direkt spielen kann und dass es da vielleicht nicht immer schön ausschaut, aber auf dem Endzweck eher spielen muss, und das haben wir dann gut gemacht. Wie gesagt, vielleicht hätten wir auch das eine oder andere Tor mehr machen können. Was war Ihre Rolle heute wieder? Zunächst Joker, dann reingekommen. Wie haben Sie sich eingebracht? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Ruhe in unser Spiel gebracht. Wir haben doch sehr viele leichte Ballverluste gehabt. Das habe ich versucht, ein bisschen besser zu machen. Ja, habe versucht, alles zu geben. Heute wäre es wirklich nicht länger gegangen wie diese eine Halbzeit. Ich bin ein bisschen krank und deswegen, glaube ich, war das ganz gut so, dass ich zuerst draußen geblieben bin und dann gekommen bin. Was bringt das für Perspektiven wieder zurück zu Rapid, dieser Sieg? 6 Punkte nur nach hinten, hinter Salzburg. Ja, wir schauen ja in die andere Richtung. Unser großes Ziel ist der zweite Platz. Natürlich, wenn wir irgendwie eine Chance bekommen sollten, ganz nach vorne nochmal hinzuschnuppern, werden wir den natürlich wahrnehmen. Aber unser Ziel ist und bleibt der zweite Platz. Und dafür müssen wir alles geben. Allein das wird schon schwer genug. Dankeschön. Danke. Rapid siegt in Wiener Neustadt mit 1:0, bejubelt 3 Punkte, bejubelt den Vorstoß in der Tabelle auf den zweiten Platz. Hans Krankl schätzt das Ganze ein. 1:0 hat Rapid gewonnen. Klingt gar nicht einmal so besonders toll. War nur zweite Hälfte toll. Erste Hälfte war gar nichts. Wiener Neustadt die viel bessere Mannschaft. Zweite Hälfte Rapid die viel bessere Mannschaft. Ganz anders herausgekommen, hat Wiener Neustadt kalt erwischt nach 2 Minuten und hat dann eigentlich umgedreht die erste Hälfte, hat einen Chancenplus gehabt, hat Chancen gehabt, auf höher zu gewinnen, und haben das nicht gemacht, aber haben dann 1:0 gewonnen. Und aufgrund der zweiten Hälfte und des Chancenpluses ein bisschen verdient, wenn man davon absieht, dass Wiener Neustadt ein reguläres Tor in der ersten Hälfte gemacht hat. Deswegen ein bisschen verdient. Schauen wir uns den Treffer an. 48. Minute. Eingeleitet von einem heute wohl deutlich verbesserten Steffen Hofmann. Der war mit von der Partie in dieser Szene, die dann Schobesberger im zweiten Versuch herrlich einleitet. Und dann mit dem Abschluss Robert Beric. Beide, Hans Krankl, okay, Sie sagen gleich was zum Treffen? Der junge Schobesberger macht das fantastisch. Er hat ein bisschen Klick, er kommt noch mal ein Ball, aber was er dann macht, sensationell. Diese Vorarbeit, wunderbar. Also das Tor gehört zu 80% den Schobesberger, den Jungen, weil er hier ein herrliches Dribbling macht.
Es war schon eigentlich alles vorbei, der Peric war da im Weg. Aber jetzt zieht den Ball und bleibt am Ball und sieht wahnsinnig gutes Auge für den Peric und der schreibt ihm das Tor. Sehr schön, sehr gut vorbereitet. Das ist einer von den Jungen, das ist so ein Schlagsieger, ein Tripler, ein ganz schneller. Der hat was, da kann etwas werden. Kurzes Wort auch noch zur Situation der Wiener Neustädter, heute zum 12. Mal in dieser Saison ohne Treffer geblieben. Wie lange bleiben die da unten drin? Wieder gut gespielt, erst selbst irgendwie, erkennen wir auch Parallelen zu Admira, momentan zumindest. Ja. Naja, sie haben eine Hälfte sehr gut gespielt. Sie haben ein Pech gehabt mit der Entscheidung des Schiedsrichters, dass sie das Tor nicht gegeben hat, sonst hätten sie ein Tor. Sie haben einen Weitschuss gehabt aus 35 Metern, einen Fleck, also den hat der Norbert noch verschlafen. Das wär, aus 32,6 Metern, ja, Sie haben die Zahl. Wäre der zweite gewesen, zweite Hälfte war nichts mehr. Zweite Hälfte waren sie durch den schnellen Treffer von Rapid, waren sie dann nicht mehr imstande, Rapid eigentlich gefährlich zu werden. Doch etwas gebrochen. Helge Kollwitzer, der Neustadt-Trainer bei Gerhard Grabert. Helge Kollwitzer, bewerten Sie die Leistung Ihres Teams. Warum so unterschiedlich erste und zweite Spielhälfte? Ja, wirklich erste Halbzeit sehr gut und waren wir sehr kompakt, auch spielerisch. Das so, wie wir uns eigentlich das vorgestellt haben. Und so wie es höre, war es angeblich ein reguläres Tor. Ist natürlich ganz bitter, weil wenn die dann kommen müssen und mehr Räume kriegen, ja, sicherlich einfacher. Aber nach der zweiten Halbzeit, nach 2,5 Minuten das Tor zu kriegen, wäre eine Situation zu klären gewesen, weil wir waren da 3-4 gegen 1, nicht konsequent in den Zweikampf, wir rutschen da zum Schluss, das war zu billig. Und dann natürlich müssen wir kommen und dann ist uns wenig eingefallen, gerade in der zweiten Halbzeit. Diesen Schock haben wir einfach nicht überwinden können. Erste Hälfte, Sie haben schon angesprochen, ein reguläres Tor. Was war das für ein Eingriff da vom Schiedsrichter? Ja, das ist... Man muss den Schiedsrichter fragen, also das... Ja, ob das jemand blockiert worden ist oder ja, okay. Na, wenn er das pfeift, dann ist das so und das müssen wir hinnehmen. An welchen Schräubchen werden Sie drehen jetzt in der Zeit, in der Ligapause? Na, wir müssen einfach weiter daran arbeiten, werden ein bisschen hochfahren die Woche, müssen uns auch einfach Power holen für den Endsport, weil man wird nichts geschenkt. Wir müssen wirklich an unseren Grenzen gehen und das werden wir auch sicherlich machen. Wie sehen Sie denn die Situation jetzt da hinten? Es ist unverändert. Wie ist das einzuschätzen? Also genauso, wo ich vor 4 Monaten gekommen bin, da waren wir noch ein bisschen weiter hinten. Wir sind dran, wir müssen uns das einfach erzwingen. Wir müssen weiter hart arbeiten, wir müssen wirklich Gas geben, weil geschenkt kriegt man wirklich nichts. Und das kann man nur über harte Arbeit machen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, da geht er ab mit einem irgendwie zerkniffenen Gesicht, Helge Kollwitzer. Und trotzdem Applaus für den Auftritt seines Teams zumindest in der ersten Hälfte. Zoran Barisic, der Rapid-Trainer, bei uns. Gratulation. Danke. Danke fürs Kommen. Gerne. Finden Sie es super, dass jetzt niemand mehr über diese erste Hälfte redet? Nein, die erste Halbzeit war gar nichts. Also das war schlecht von uns, das war nicht gut. Wir wollten da Fußball spielen, aber auf diesem Platz ist es einfach nicht möglich. Er ist auch nicht bewässert worden vor dem Spiel. Deshalb war es da unmöglich, ein schnelles Kombinationsspiel aufzuziehen. Aber wir wollten es trotzdem versuchen, aber das ist nach hinten losgegangen. Und dann haben wir unsere Spielweise in der zweiten Halbzeit etwas geändert und deshalb haben wir auch besser gespielt. Und so sind wir besser in einen Rhythmus gekommen, haben uns einige Torschancen auch herausgespielt und deshalb ist der Sieg insgesamt gesehen verdient. Haben sich die Platzverhältnisse dann geändert in der zweiten Hälfte? Es wurde nicht bewässert in der Halbzeit. Ich habe gesagt, wir haben unser Spiel umgestellt. Ist schon geil, ja. Ja. Joe Wiesberger, was sagen Sie all denen, die sagen, der ist nur schnell? Ja, gar nichts. Kann jeder beurteilen, wie er möchte. Ja, der hat natürlich hat er Qualität, sonst hätte man den Buben nicht geholt zu uns. Er ist schnell, er ist wendig, er kann schnell stehen bleiben, er kann mit der Kugel umgehen. Ja. Und trotzdem gibt es gewisse Dinge, wo er sich noch verbessern muss. Aber so wie er im Moment drauf ist, so wie er im Moment auftritt, vor allem in der zweiten Halbzeit, gefällt mir das sehr gut. Erste Halbzeit weniger, aber zweite Halbzeit war es okay. Hat den Treffer auch vorbereitet. Hans Krankl hat sich sehr positiv über Philipp Joe Wiesberger geäußert. Sie haben ihn dann runtergenommen, stilgerecht in der 90. Minute, wie es irgendwie einem Matchwinner auch zugestanden wird. Sie haben ihm dann was ins Ohr geflüstert. Was waren das so ungefähr? Es gibt gewisse Dinge, die für die Öffentlichkeit nicht gedacht sind. Die Liebe eines Trainers zu den Spielern, da wo es das entscheidende Tor auflegt, ist ganz einfach. Nein, das ist das öffentlich genug. Das ist Liebe, na geh. Sehr klar, das ist schon richtig so.
Ja, so nein. Einen Spieler muss man lieben, der hat Tor so vorbereitet. Ich liebe alle meine Spieler. Ja, aber es besonders gibt, heute. Es gibt gewisse Dinge, an mehr, die bleiben an weniger. Ja, alle gleich. Wir sind, ja, alle gleich. Das haben wir alle gesagt. Also ich habe es nicht gesagt, aber die anderen sagen es. Ich habe ein paar immer lieber gehabt und ein paar weniger, aber ist okay. Ich habe alle gleich. Das ist okay. Das aber Schobelsberger okay. Momentan schon irgendwie so ein Schatz ist. Schauen wir noch auf eine Szene, die uns vielleicht auch zeigt, Hans Krankl und Zoran Palasic. Rapid dann doch dem 2-0 auch näher. Neustadt hatte nicht mehr viel zu bieten in dieser Partie. 75. Minute und da war jetzt die Geschichte mit Steffen Hofmann, die er eingeleitet hat. Auf Keins, auf, ja ja, Schobelsberger, dann rettet Suschatz mal und Pavelic mit seiner zweiten Chance innerhalb von 2 Minuten ans Gebälk. Chancenverwertung, zweite Hälfte, Zoran Palasic. So wie die gesamte Saison über nicht so gut, ungenügend, aber heute hat es gereicht zum Sieg. Trotzdem wünscht man sich als Trainer natürlich, wenn man solche Chancen hat, dass man die eine oder andere verwertet, damit der Sack schneller zu ist. Aber wenn wir aber nach hinten so gut arbeiten und so stabil stehen, damit nichts passiert, ist es auch okay. Der Treffer hat Robert Beric gemacht. Wiener Neustadt und Rapid, beide haben 13 verschiedene Saisontorschützen, Hans Krankl, zu bieten. Aber Rapid hat 16 Tore mehr erzielt, 17 Tore mehr erzielt als Neustadt. Robert Beric mit 17 Saisontreffern. Zeigt die Tabelle auch, wo, ja. Wo Rapid oder die steht. Ableitung, dass Robert Beric den Unterschied ausmacht. Ja, auch. Natürlich. Der Robert Beric ist ein Torjäger, dafür wurde er geholt und er macht es in letzter Zeit sehr gut. Er steht auch vor allem dort, wo man stehen muss, als Mittelstürmer, und das ist wichtig. Ich habe Sie an dieser Stelle, Zoran Palasic, soweit ich mich erinnere, nach Runde 8 gefragt, in welcher Form befindet sich Steffen Hofmann? Der war damals irgendwie nicht so besonders gut drauf. Ja. Darf ich die Frage aktuell wiederholen? Ja, hat man heute gesehen, als er ins Spiel gekommen ist. Wir haben viel mehr Struktur in unserem Spiel gehabt. Und er hat unterstrichen, dass er ein sehr wichtiger und sehr wertvoller Spieler ist für uns. Und er ist heute deshalb auf der Bank geblieben, weil er verkühlt war, weil er Grippe geschwächt war. Er ist auch nach dem Spiel heute kaputt gewesen. Und deshalb war es gut, dass wir ihn nicht von Beginn an spielen lassen haben. Ich habe auch nur gemeint, dass er wirklich sehr, sehr gut war in der Phase, in der er heute auf dem Platz gestanden ist. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung und so mit seinem Auftritt und dass er unserer Mannschaft neue Impulse gegeben hat und damit auch unterstrichen hat, wie wichtig er für uns ist. Es geht im Fußball um Punkte, es geht letztendlich um die Tabelle nach 36 Runden. Jetzt schauen wir uns einmal die aktuelle Tabelle an, Zoran Palasic. 6 Punkte auf Salzburg. Soll ich jetzt einfach ganz platt fragen, wovon Kabinen intern bei Rapid gesprochen wird? Wieso wissen Sie, was in unserer Kabine ich gesprochen wird? Ich möchte es wissen. Also, na, unser Ziel ist es, wir wollen international dabei sein. Je höher, desto besser. Aber wichtig ist, dass sich die Spieler jetzt erholen. Und dann nach der Länderspielpause, dass man nochmal mit frischem Mut und viel Willen die nächsten und kommenden Aufgaben dann anpacken. Ja, kommende Aufgaben noch sehr wichtig. WRC doppelt, auch im Cup, sehr wichtig für Rapid. Dann die Partie gegen Salzburg, Hans Krankl. Zoran Palasic hat es natürlich nicht ausgesprochen. Kann Rapid Meister werden? Jetzt fragst du mich schon heute 3-mal. Nein, das zweite. Sechste, weißt du das eh ganz genau. Normalerweise nein, weil Salzburg die beste Mannschaft hat, den besten Kader hat, auch mit Verlust der Spieler. Ich wiederhole mich, der Spieler Kampel, Alan etc. etc. Die jungen Spieler, was dort sind, haben absolute Qualität, die sind sehr gut. Die haben wieder den Ausrutscher gehabt, was für mich unverständlich ist. Es gibt es aber im Fußball, man sieht es. Das heißt, Salzburg wird Meister werden mit dieser Tordifferenz und so weiter. Aber, wie ich zuerst gesagt habe, ich wiederhole mich wieder, weil du mich zweimal fragst, spekulieren darf man immer. Spekulieren darf man immer. Sind Sie spekulant? Alltag wird vielleicht auch spekulieren. Der Kanadi wird vielleicht auch schon spekulieren. Der Barisic von Rapid kann spekulieren damit. Aber es ist nicht zum Erwarten. So ist es. Vielleicht spekuliert Zoran Palasic ja ganz heimlich. Klar spekuliert. Hat er recht. Es wäre traurig, wenn er nicht spekulieren würde. Oder ein Spieler. Das schauen wir ja. Jetzt waren 10 Punkte, 11 Punkte, 12 Punkte, jetzt sind 6 Punkte. Das schaut besser aus. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Salzburg mag den besten Kader haben, die beste Mannschaft mit den anderen Spielern, die hier waren und auch jetzt noch. Aber
die Schere zu Salzburg muss kleiner werden. Das ist die Entscheidung für alle Vereine. Für Austria ist jetzt weit weg davon, aber Austria sollte dabei sein. Sturm Graz sollte Rapid sowieso und die Kleinen auch. Das heißt, die Schere muss kleiner werden und die Schere ist momentan kleiner geworden. Gegen Rapid durfte Neustadt-Trainer Helgi Kolwitzon nicht unbedingt mit Punktezuwachs im Abstiegskampf rechnen. Und am Ende gibt's auch die dritte Niederlage in dieser Saison gegen die Wiener. Viele Höhepunkte hat das Spiel zunächst nicht zu bieten. Den ersten Aufreger gibt's nach 17 Minuten. Da erzielt Matthias Sereinig ein Tor für die Neustädter. Aber der Treffer zählt nicht. Schiedsrichter Kollega hat das so interpretiert, dass Hellqvist hier Rapid-Torhüter Nobota sperrt. Rapid hat Glück, dass es mit 0:0 weitergeht und dann wird auch den Wienern ein Tor aberkannt und zwar nach 25 Minuten. Louis Schaub erzielt den Treffer, aber davor gab es ein Foulspiel von Robert Beric. Hier hat Wiener Neustadt Torhüter Thomas Vollenhofer die Hände schon am Ball, Beric tritt nach und deshalb zählt der Treffer nichts. Wiener Neustadt ist besser. Die Niederösterreicher sind aktiver und einem Führungstor näher. Nach 28 Minuten zieht Dominik Hofbauer ab. Und zwar aus 32 Metern mit fast 100 Stundenkilometern. Ein schöner Schuss, aber kein Tor. Der Ball geht von der Querlatte zurück ins Feld. Und in dieser Einstellung sieht man auch gut, dass der Ball auf der Linie und nicht etwa im Tor war. Rapid liefert eine ganz schwache Vorstellung und hat dann auch noch Verletzungspech. Louis Schaub kommt in dieser Szene zum Abschluss, aber Hofbauer ist dann schneller am Ball. Und Schaub zieht sich da eine Verletzung zu, muss dann nach 40 Minuten ausgetauscht werden. Für ihn kommt Rapid-Kapitän Steffen Hofmann in die Mannschaft. Der ist zunächst nur auf der Bank gesessen, weil er zuletzt leicht krank und deshalb nicht ganz fit war. Aber mit Hofmann wird das Spiel von Rapid dann besser. Und das ist auch notwendig, denn die erste Hälfte von Rapid war zum Vergessen. Dafür beginnt die zweite dann umso besser. Wir sind in der 48. Minute. Das ist Philipp Schobesberger. Der will da querspielen, bekommt dann eine zweite Möglichkeit. Immer noch Schobesberger und dann ist Robert Beric zur Stelle. Und erzielt das 1:0 für Rapid. Es ist bereits der 17. Saisontreffer für den Torjäger der Hütteldorfer. Schobesberger behauptet sich da am Ball gegen 3-4 Gegenspieler. Und Beric hat dann in der Mitte zu wenig Gegenwehr. Danach ist Rapid besser. Die Gäste sind gefährlicher und kommen zu weiteren guten Möglichkeiten. Ecke von Steffen Hofmann und der Kopfball von Mario Sonnleitner. Mit der Führung im Rücken spielt Rapid in der zweiten Hälfte wesentlich besser und ist oft im gegnerischen Strafraum. 73. Minute, Pavelic mit dieser Riesenmöglichkeit und Thomas Vollenhofer kann hier mit dem Fuß noch den Gegentreffer verhindern. Rapid hat gute Chancen auf die Vorentscheidung. Die bis dahin beste gibt's zum Beginn der Rapid-Viertelstunde. Kainz mit diesem schönen Zuspiel für Schobesberger. Suschatz kratzt den Ball noch von der Linie und Pavelic trifft dann nur die Latte. Eigentlich unglaublich, dass Rapid in dieser Szene nicht das 0:2 erzielt. Guter Einsatz hier zunächst von Suschatz und Pavelic. Hat Pech im Abschluss. Weil die Gäste ihre Chancen nicht verwerten, hat Wiener Neustadt dann noch eine Ausgleichsmöglichkeit. Kurz vor Schluss wieder Dominik Hofbauer, der diesmal an Jan Nowota scheitert.
Es war ein Spiel mit zwei völlig verschiedenen Hälften. Rapid gewinnt nach einem starken zweiten Durchgang mit 1:0. Und daran hatte auch Joker Steffen Hofmann seinen Anteil. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Am Anfang haben wir ein bisschen Probleme gehabt, war ein bisschen schwer getan und mit den Umständen nicht wirklich anfreunden können. Neustadt hat dann, glaube ich, doch die besseren Möglichkeiten gehabt, auch wahrscheinlich ein Tor geschossen, das hätte zählen müssen. Aber ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es dann ganz gut gemacht, haben die Räume genutzt und hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen.